Was empfinden Sie bei diesem Frauenbild? Tut mir leid. Was soll denn das heißen? Da rührt sich nichts. Da ist ein Werwolf in meiner Wohnung. Sie sind völlig asexuell. Das weiß ich doch schon. Da ist ein Werwolf in meiner Wohnung. Sie sind völlig asexuell. Wie oft wiederholen Sie sich noch? Ich lege jetzt auf. Aufgelegt. Ihre Testergebnisse sind da, Sie sind völlig asexuell. Machen Sie das veröffentlicht? Er hat doch aufgelegt. Ich wollte ihm sagen, dass er das Veröffentlichen rückgängig machen soll. Auf diesen Schock hin erstmal einen Kaffee. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich schnippe Sie jetzt aus der Zeit. Nein, nein, nicht. Das war ja richtig easy, oder nicht? Ich kann das eben. Darf ich ein Interview mit Ihnen machen? Ja, von mir aus machen Sie Ihr dämliches Interview. Was ist Ihre Macht, also das Zentrum Ihrer Macht? Mein Machtzentrum ist diese Brille. Mit der kann ich die Zeit manipulieren und jeden auslöschen, den ich nicht mag. Aber es gibt doch diesen Grünmann, der wird Sie aufhalten können. Kommen Sie mir nicht mit Grünmann. Den werde ich als nächstes auslöschen. Und natürlich will ich mächtiger werden in meinem Vorhaben. Wie denn? Ich bin derjenige, der bestimmt die Hasentasse in seinen Besitz bekommt. Oh nein, Gnade uns Gott. Hoppa, steh wieder auf, fall ist nur nicht schwer. Hoppa, steh wieder auf, tausend durch das Leben heiter. Endlich habe ich dich gefunden, Grünmann. Wer sind Sie und was wollen Sie von mir? Ich werde dich aus der Zeit schnipsen und du kannst jetzt nichts mehr dagegen tun. Sie haben vergessen, dass ich der Superheld der Stadt bin. Hasentasse, Explosion. Das wird ihn ablenken. Ich muss schnellstens hier raus. Gib mir die Hasentasse, Grünmann, sonst schnipp ich dich aus der Zeit. Was? So ein Mist, er hat die Hasentasse, das klappt bei ihm gar nicht. Gut, dass ich die Hasentasse habe, schnell weg hier. Ich bin bereit für das Interview. Erklären Sie uns bitte, woher Sie kommen. Ich wurde aus der Vergangenheit in die heutige Zeit geschickt, um Mr. Zeit ein für alle Mal zu stoppen. So, du wurdest also aus der Vergangenheit in die Gegenwart geschickt. Wer hat dich geschickt, sag es mir. Sonst schnippe ich dich ein für alle Mal aus der Zeit heraus. Grüner Mann, grüner Mann, er macht was nur ein Grünmann kann. Grüner Mann, grüner Mann, schon in der Früh beginnt seine Schicht. Sein, das darf man nicht. Vorsicht! Hier kommt der grüne Mann. Grüner Mann, grüner Mann. Er ist der freundliche Grünmann aus der Nachbarschaft. Den Mut und Ruhm kennt er nicht. Er tut stets seine Pflicht. Große Taten sind sein Lohn. Passt er auf! Hier kommt der grüne Mann. Okay, dann schnippen Sie mich eben aus der Zeit heraus, dann haben Sie für immer gewonnen. Gut, wie Sie wollen, dann schnipp ich Sie jetzt aus der Zeit heraus und Sie können nichts mehr dagegen tun. Nein, nein, nicht, bitte, nicht, nein. Ich habe gewonnen, ein für alle Mal. Schnippen Sie ihn sofort wieder in die Zeit. Sonst haben Sie ein Problem mit dieser Hasentasse und mit mir. Du hältst mich nicht auf, Grünmann. Ich schnippe mich jetzt selbst in eine andere Zeit.
Oh nein, er hat sich selbst in eine andere Zeit geschnippt. Wo ist er denn und wie finde ich ihn jetzt? Entweder erzählst du mir, wo die Hasentasse ist, oder ich zerdrücke diese Dose. Die Dose zu zerdrücken ist illegal, das dürfen sie nicht. Ich zähle bis 10, Grünmann. 1. Das ist verboten. Ich hab dich gefunden, Grünmann. In der ausweglosesten Situation aller Zeiten. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Du Dosenzerdrücker, halt die Klappe. Ich schnippe dich jetzt aus der Zeit heraus. Wie aus der Zeit schnippen? Oh, nein, nein, nicht, nein. Nun zurück zu Grünmann. Was hast du zu sagen? Wo ist die Hasentasse? Woher kommen Sie und wie haben Sie ihn aus der Zeit schnippen können? Grünmann ohne Hasentasse. Das ist ja mal ganz was Besonderes. Ich muss mich irgendwie befreien und diesen Typen aufhalten. Halt deine Klappe, sonst schnippe ich dich aus der Zeit. Ist mir wurscht, ob du dich befreit hast oder nicht. Du sagst mir jetzt, wo die Hasentasse ist. Die Hasentasse ist in Sicherheit.